Moin, ich bin Maren aus Ostfriesland und ich koche jetzt gleich eine Bolognese-Soße. Geht einfach und schnell und ist immer lecker. Geben etwas Öl hinein. Wenn das Öl heiß ist, geben wir das Gehackte dazu. Unterteilen das so ein bisschen. Wenn das Fleisch dann anfängt, etwas braun zu werden, gebe ich die Zwiebeln hinzu, damit die auch noch ein bisschen mit anrösten können. Und Knoblauch. Wir lassen die Zwiebeln ein bisschen mit andünsten. Wir geben schon etwas Salz auf das Fleisch und ein bisschen gleich auch ein bisschen Pfeffer. Und geben dann die Tomaten dazu. Verrühren das gut. Etwas Zucker noch dazu geben. Das lässt die Tomaten besonders fruchtig werden. Und italienische Kräuter. Es können auch frische Kräuter sein, was man gerade so im Haus hat. Und wer mag, kann auch etwas Paprikapulver dazu geben. Das gut vermengen. Und noch kurz, ein paar Minuten auf niedriger Stufe etwas köcheln lassen. So, und nun ist das Ganze serviert fertig. Guten Appetit!